Ja Mensch, kleine Information vorneweg, das hier ist jetzt das FAQ-Video und ich habe zwei Schlachten aus dem momentan laufenden KGS-TDW-Turnier genommen und sie als Hintergrundmaterial verwendet. Allerdings könnt ihr getrost irgendwo anders hin tabben oder ein Spiel spielen und das hier nebenbei laufen lassen, weil ich werde nur reden und nichts zum Gameplay sagen oder sonst irgendetwas. Und von daher, ich wollte nur, dass irgendwas im Hintergrund läuft, damit das nicht zu langweilig ist. Aber ihr könnt getrost alles andere irgendwie ignorieren. So, jetzt aber viel Spaß damit. Ja Mensch, herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar ist das Beantwortungsvideo hier jetzt für euch da oder so. Ich hatte ja dazu aufgerufen, mir Fragen zu stellen und da kamen auch ein paar zusammen. Und die werde ich jetzt im Zuge dieses Videos beantworten. Und hoffentlich seid ihr danach alle zufrieden. Vielleicht fallen euch dann wieder neue Fragen ein irgendwie und die könnt ihr da drunter unter dem Video dann stellen und ich versuche die dann entweder im Zuge eines anderen Let's Plays noch zu beantworten oder mache nochmal ein gemeinsames, also so ein Video hier nochmal, wenn da sehr viele Fragen dazukommen. Mal gucken, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich auch faul oder so, mal sehen. Also ich habe die Fragen alle rausgeschrieben. Und jetzt nicht so richtig sortiert nach Themen, aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ich werde immer vorlesen, wer die Frage gestellt hat, werde da meinen Senf zu abgeben und danach gehen wir dann zum nächsten über. So, jetzt wisst ihr, wie das formell ablaufen wird. Das wird wahrscheinlich jetzt hier 20 Minuten oder so gehen, mal sehen, wie lange ich brauche. Gut, wir fangen an mit Quintus Licinius Cato. Der hat mich gefragt, was ist dein Lieblingsspiel? Und dazu kann ich eigentlich sagen, ich habe ja zu den Strategiespielen eigentlich schon sehr viel gesagt, aber ich möchte das jetzt mal in drei verschiedene Genres aufteilen. Aber einmal Rennspiele, Strategie und Rollenspiele. Ah ne, und Shooter, also vier Kategorien. Das sind so die Genres, in denen ich mich bewege und da gibt es ja pro Genre immer so ein paar Favoriten, die ich habe. Fangen wir an mit Strategie. Da finde ich Battle Realms gut. Ne? Dazu mache ich auch ein Projekt, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Falls ihr euch immer fragt, wovon redet der denn da? Müsst ihr mal reinschauen, ist ein ganz cooles Spiel. dann natürlich die Total War Serie, also das sind so zwei meiner Hauptfavoriten in Sachen Strategie. Natürlich Age of Empires und so. Also im Bereich Strategie gibt es da nicht so ein Spiel, was so richtig heraussticht. Dann im Rollenspielbereich war es eine ganz lange Zeit ganz alleine Sacred und Sacred 2. Mittlerweile hat sich aber auch The Witcher dazugesellt, weil das einfach mega geil ist von der Story her, von den Entscheidungen, von den Charakteren und so. Gefällt mir richtig gut. Also die zwei Spiele, beziehungsweise Spielereien sind richtig, richtig Bombe. dann im Rennspielbereich, die relativ etwas älteren Need for Speed-Teile, die so als Favoriten zählen meistens. Irgendwie so, ja, die Standard, so Underground 2. Most Wanted und Carbon finde ich auch ziemlich geil im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, aber das sind so die drei Sachen, die da so ganz cool sind. Ansonsten, ja, ich bin nicht so der Freund von Rennspielen, von daher, ne, ist das nicht ganz so mein Bereich. Im Shooter-Bereich würde ich sagen, Battlefield 3 ist auf jeden Fall mein Favorit dort und ansonsten, sicherlich auch noch das ein oder andere Spiel hier in dieser Hinsicht. Also, so das wären jetzt so meine Favoriten, wenn ich die mal aufzählen sollte. Was ist dein Lieblings-Total War-Teil? Fragt er außerdem noch. Und diese Frage werde ich in einer neuen Top 5 beantworten. Denn in der letzten Top 5 kam ja das in den Kommentaren so auf, die Total War-Reihe könnte man ja nicht in einen runterbrechen, so dass alle gut sind. Und da habe ich mir gedacht, hat er eigentlich recht, der Prinz Koala? Grüße an dieser Stelle. Und deswegen werde ich mal meine Top 5 mal aufschreiben, beziehungsweise ich habe schon angefangen damit, habe auch schon die Auflistung, wer auf Platz 1 ist, aber das sage ich jetzt natürlich nicht, weil ihr sollt euch ja das Video angucken. Wann das kommt, weiß ich noch nicht. Das wird wahrscheinlich noch 1, 2, 3, 4 Wochen dauern, bis ich da irgendwie das Ganze geschissen bekomme. Vielleicht werde ich jetzt auch am Wochenende richtig gut arbeiten und dann ist er schon Sonntag da. Wohl eher nicht. So, gehen wir zum nächsten. Robert Semmler hat folgende Fragen. Wann kommt der nächste Stream? Keine Ahnung. Ich habe demnächst Ferien. Ich glaube, gegen Ende Oktober habe ich 2 Wochen Ferien. Ich glaube, das dauert jetzt noch 3 Wochen oder so. Dann habe ich Ferien. Da wird wahrscheinlich mal ein Stream kommen. Ansonsten habe ich dafür einfach gar keine Zeit momentan und auch keine Lust ab und zu. Das sollte es eigentlich
geklärt haben. Wie viele Minuten brauchen deine Videos im Upload? Naja, das kommt immer aufs Video an, würde ich jetzt mal sagen, aber so durchschnittlich sitze ich hier 30 bis 40 Minuten nur am Upload, aber das liegt auch daran, weil die Videos in Full HD gerendert sind, meist so über 1 GB groß sind und dann dauert das so 30 bis 40 Minuten tatsächlich, bis das hochgeladen ist. Je kleiner das Video, desto ja, kürzer ist die Uploadzeit. Meist bin ich auch so 20 bis 40 Minuten, so in dem Bereich. Aber dazu muss man auch noch sehen, wie lange ich render, das dauert auch immer noch so 20, 30 Minuten. Und davor noch alles bearbeiten. Also wenn ich ein Video jetzt aufnehme, sagen wir mal irgendwie The Elder Scrolls Total War, da setze ich mich hin, nehme 25 Minuten auf, dann muss ich das durch so ein anderes Programm nochmal durchrendern lassen, das dauert dann auch nochmal 20 Minuten, dann füge ich die Soundspur mit dem zusammen, dann dauert das nochmal 20 Minuten und dann lade ich das Video erst hoch. Jetzt wisst ihr, wie viel Zeit so ein Video braucht bei mir. Eigentlich wäre der eine Schritt gar nicht wichtig, aber ich nehme leider mit Shadowplay auf, da dauert das alles ein bisschen länger, weil irgendwie da funktioniert irgendwas nicht so richtig gut, aber ich will auch kein anderes Programm nutzen, weil ich bin zufrieden mit Shadowplay eigentlich, außer dass es ab und zu ein paar Probleme gibt, aber das war ja auch gar nicht die Frage. So, die nächste Frage von ihm, spielst du eventuell irgendwann mal Age of Empires 3? Dazu muss ich sagen, Age of Empires 3 ist für mich irgendwie so überhaupt nicht relevant. Keine Ahnung, ich mag Age of Empires 1 und Age of Empires 2 natürlich auch. Finde ich ziemlich gut. Allerdings, Age of Empires 3, damit bin ich noch nie so richtig warm geworden. Muss ich ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen zu sehr abgespeckt und so nicht casualisiert, kann man jetzt auch nicht sagen. Das ist sicherlich ein gutes Strategiespiel, aber irgendwie so modern und das gefällt mir nicht ganz so gut. Allerdings beobachte ich bei ModDB eine Modifikation dafür und wenn die irgendwann draußen ist, dann werde ich mir das Spiel definitiv mal nochmal genauer angucken, weil ich habe da schon gekauft, aber naja, wie gesagt, ganz kurz gespielt, meinem Stream und irgendwie so anders noch. Die Modifikation heißt Wars of Middle-Earth und da wird halt alles in der Welt von J.R.R. Tolkien gemodelt und sowas. Und das hat eigentlich schon einen ganz korrekten Eindruck hinterlassen jetzt bei mir. Und wenn das dann irgendwann fertig ist, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal angucken und vielleicht auch ein, zwei Videos dazu produzieren. So, das wär's dazu. Wie lange wirst du noch YouTube-Videos machen? Die Frage stelle ich nochmal ein bisschen zurück, bis ich die Fragen vom Headshot beantworte, denn der hat eine ähnliche Frage, beziehungsweise eine weitgreifendere Frage gestellt. Von daher gehen wir zum German Total, der gefragt hat, machst du eigentlich mal wieder weiter mit Third Age Total War? Und dazu hat der liebe Fingolfinoldor, ich habe mir den Namen gar nicht aufgeschrieben, aber ich hoffe, ich habe ihn mir richtig jetzt im Kopf zurechtgelegt, geantwortet, was ich auch hätte antworten müssen und so. Ich würde da gerne mit weitermachen, aber irgendwie ist die Modifikation bei mir relativ instabil. Das bedeutet, ich habe immer Angst, wenn ich eine Schlacht starte, das hatte ich eine Zeit lang, dass dann immer das Spiel abgestürzt ist. Und generell, ich habe Angst vor der Modifikation, dass da irgendwas jetzt richtig im Arsch ist. Aber ich habe es auch noch nicht wieder probiert, müsste ich eigentlich mal machen. Mal sehen. Der Robert Hertlein hatte gefragt, wann kommt wieder wieder was vom Shoshu-LP? Hatte ich, glaube ich, beantwortet, indem ich das Shoshu-LP weitergeführt hat. Allerdings hat er auch gefragt, ob das wieder regelmäßig kommt. Kann ich nicht sagen. Das hängt immer noch davon ab, wie viel Zeit und so ich habe. Balthasar BBC Deutschland hatte mich gefragt, hast du auch ein BBC? Und ich habe keine Ahnung, was er damit meinte. Falls du dieses Video sehen solltest, schreib mir bitte die Bedeutung davon mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. So, Lars Lübi fragt, kannst du mal die Medieval 2 Mod Call of Warhammer Let's Playen? Gute Frage. Also, wenn ich mal irgendwann ein paar weniger Projekte habe, gerne sicherlich. Allerdings, ja, wobei, bevor jetzt Total War Warhammer rauskommt, wäre das natürlich sinnvoll, sich das mal anzuschauen. Allerdings ist das, glaube ich, zeitlich nicht mehr machbar bei mir. Ansonsten, ich glaube, die hatte ich schon mal runtergeladen, aber die hat dann irgendwie nicht richtig installieren wollen und deswegen, ich war kurz davor, da was zu machen, jetzt habe ich The Elder Scrolls Total War, von daher bin ich schon mal ein bisschen ausgelastet in Sachen Modifikation.
Wie findest du Third Age Total War? Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Mega gute Modifikation. Das zeigt wieder, was man aus einem Spiel so rausholen kann, wenn man richtig Ahnung vom Modden hat. Generell komplett gut, außer wenn es instabil läuft. Das ist leider bei mir das Traurige. Das geht bei anderen, glaube ich, ein bisschen ja, stabiler vonstatten. Und welche Submods ich empfehlen würde, wahrscheinlich für Third Age Total War. So viele kenne ich gar nicht. Ich kenne nur die MOS. Die fand ich ganz gut. Und Divide and Conquer. Die habe ich aber selber noch nicht ausprobiert, die Divide and Conquer Submod. Die fügt, glaube ich, sehr viele neue Fraktionen hinzu und auch noch einige andere Sachen. Und die wollte ich mir eigentlich auch mal anschauen, aber dann hatte ich noch gedacht, nee, erstmal bringst du das Isengard irgendwie weiter, das Projekt, bevor du da jetzt eine Submod draufhaust und nachher geht gar nichts mehr. Von daher, wenn ihr das mal durch habt, vielleicht kommt da mal was mit Divide and Conquer. Muss ich ja mal gucken. So, der LS10 hat mich gefragt, Empire oder Napoleon Total War? Gute Frage, würde ich sagen Empire. Empire hat mir von der gesamten Kampagne besser gefallen. Bei Napoleon ist die ja so gestückelt in Italien und danach Ägypten und danach erst Europa. Und bei Empire habe ich einfach alles. So Europa, habe die Kolonialstaaten und sowas alles. Das macht mir wesentlich mehr Spaß. Und auch auch wenn Napoleon ein bisschen grafisch ansprechender ist und ein paar Sachen hinzugefügt hat, die sicherlich nicht doof sind. Und auch die Modifikation The Great War zum Beispiel für Napoleon spricht, finde ich jetzt Empire tatsächlich von der Gesamtheit, wenn ich das so betrachte, einfach sympathischer, sagen wir es so. Und wenn man die Darth Mod da installiert, dann ist das nochmal eine Spur besser als ja die Vanilla-Version, so. Andere Spiele außer der Total War-Reihe habe ich, glaube ich, schon behandelt, welche ich gut finde. So, und jetzt kommen wir zum Headshot. Der hat auch drei Fragen. Planst du irgendwann einmal ein Battleriums-Turnier oder ähnliches zu veranstalten? Schwierige Sache. Also Turniere gefallen mir an sich immer relativ gut, solange sie in Total War stattfinden, weil dafür ist die Technik von den Total War-Spielen extrem gut. Da können die Leute spielen, mir eine Wiederholung zuschicken, ich gucke sie mir an und kommentiere sie. Bei Battleriums funktioniert das alles nicht. Erstens sind die ganzen Leute, oder sehr viele Leute, die das spielen, die hocken irgendwo auf den Philippinen mit einer Bambusleitung im Vergleich zu unseren. Also wenn man sich jetzt hier mit einem Deutschen und einem Philippinen hinsetzen würde, sagen würde, komm, ihr beide kämpft jetzt gegeneinander, macht ein Turnier, hätte ich gar keinen Bock mehr, das dann dabei anzugucken, weil das dürfte rumlägen wie sonst was. Außerdem, bei mir ist dieses Spiel Multiplayer-technisch nicht auf dem stabilsten Stand und ab und zu gibt es Sync-Errors. Ich konnte, glaube ich, keine Partie mal durchspielen, weil es immer wieder Sync-Errors gab. Hat mich mega angekotzt. Und selbst wenn ich alle Leute hier wenn ich nur ein deutsches Turnier machen würde, müsste ich jedes Mal dabei sitzen, wenn die Schlachten geschlagen werden. Das ist nicht so flexibel für mich, nicht so flexibel für die Teilnehmer, weil die können nicht sagen, komm, wir spielen mal um 3 Uhr mitten in der Nacht und ich muss dann ja auch dabei sein. Wenn ich also schlafe um 3 Uhr in der Nacht, kann diese Schlacht nicht stattfinden und nachher zu sagen, ja, ich habe gewonnen, das ist ja auch kein tolles Turnier. Da muss man ja auch irgendwas zu machen. Also eher nicht. Oder ähnliches, weiß ich nicht. Ich mache jetzt erstmal das Battleriums Projekt durch und dann schaue ich mal weiter. Vielleicht mache ich dann irgendwas nochmal in Battle Realms. Keine Ahnung. Mal sehen, was das Spiel so hergibt. So, zweitens. Bekommst du das Let's Play mit deinen Privataktivitäten unter einen Hut? Oder beansprucht Ersteres zu viel Zeit? Ich habe schon mal geäußert, vorhin, ungefähr wie viel Zeit ich für ein Video brauche. Sagen wir jetzt mal, ganz grob hochgerechnet brauche ich 1,5 Stunden maximal für ein Video, wenn es hochlädt, gerendert ist und aufgenommen ist. Und das ist schon ein nicht zu verachtender, Zeitaufwand. Außer ich nehme jetzt mehrere Videos nacheinander auf und kann die alle nacheinander auch rendern und sowas. Dann lädt das eine Video hoch und die anderen zwei rendern so durch. Dann geht das natürlich ein bisschen weiter nach unten, die Zeit. Allerdings ist das tatsächlich so, dass meine Privataktivitäten, wer es noch nicht weiß, ich bin ja im Theater aktiv, die sind natürlich sehr, sehr zeitaufwendig und außerdem, ja, die Schule, naja, ist halt auch nicht so mal eben abgesessen. Da habe ich, glaube ich, fast jeden Tag bis 15 Uhr Schule, komme dann nach Hause und muss dann häufig 2, 3, 4 Stunden später direkt zur Probe
Und da bleibt dann halt irgendwie keine Zeit, um irgendwas aufzunehmen in der Woche. Am Wochenende finde ich immer sehr viel Zeit, eigentlich so mitten in der Nacht. Denke ich mir, komm, nimm's was auf und nehme meistens irgendwie 4 Videos auf oder so. Produziere die dann noch so und ja, dann habe ich wieder ein bisschen Vorrat. Allerdings ist es tatsächlich ab und zu so, dass ich ab und zu gar keine Lust habe, weil ich sowieso schon viel zu tun habe oder auch gar keine Zeit habe. Also, es hält sich so die Waage. Ich krieg das Let's Play dann noch mit runter, aber es wird schwieriger. Oder es ist schwierig. Aber das merkt ihr auch an meinen Upload-Zyklen und sowas. So, und drittens, die Community hat oft Fragen an dich, aber niemand kann alles wissen oder können. Hast du selbst Fragen, welcher Art auch immer, an die Community? Oder würdest du dir wünschen, dass sie dir bei auftretenden Problemen hilft? Nö. Würde ich jetzt einfach mal mit Nö beantworten. Fertig. So, Pugnatis fragt, welche Nation ist bei Empire oder Napoleon dein Favorit? Also ich habe die Fragen auch ein bisschen umgeschrieben. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal geäußert. Ich finde Russland cool. Ich weiß nicht, dieses Klischee des schlafenden Riesens, das Mütterchen Russland ja darstellt, finde ich ziemlich cool, dass man das Land erstmal hoch wirtschaften muss und da man am Anfang sowieso schon riesenreich hat und dann sich noch weiter ausbreiten möchte mit einer an sich unterlegenen Kriegsmaschinerie, ist schon ganz cool. Also Russland, mein Favorit, danach kommt, glaube ich, Großbritannien, aber Großbritannien ist ja auch, ne? Ist ja auch ein, Instant Classic. Preußen und dann kommt, glaube ich, auch schon ja, entweder Österreich oder dann schon Frankreich. Mal gucken. Aber Russland ist auf jeden Fall mein Favorit. So, der Pio fragt mich Folgendes. Wirst du irgendwann in deinem Leben EU4 spielen mit dieser Person, die 40 Euro aus dem Fenster geworfen hat? Fun Fact an der Seite. Pio hatte mir die Europa Universalis 4 Collection für, glaube ich, ja, 45 oder 54 Euro tatsächlich geschenkt. Und ich habe die bisher noch nicht gespielt. Weil ich komme in dieses Spiel einfach überhaupt nicht rein. Und ich wollte die auch eigentlich nicht so wirklich geschenkt bekommen haben. Ich habe ihn mal angeschrieben, so, hey, du spielst ja gerade Europa Universalis 4. Ich weiß nicht, irgendwann vielleicht hole ich mir das Ding auch mal. Oder kauft er mir das einfach. Und seitdem habe ich mich, glaube ich, 10 Minuten in dem Spiel aufgehalten. Habe das Tutorial gespielt, glaube ich. Und habe mir auch ein paar Videos angeguckt auf YouTube. Ich habe nichts verstanden von dem Spiel. Aber irgendwann, wenn ich in der Rente bin, dann kann ich mal gucken, ob ich mal Europa Universalis 4 spiele. Und zwar dann auch mit Pio. Wenn wir zwei 80-jährig sind oder sowas. Können wir machen. Würdest du dich über ein Empire Total War 2 freuen? Definitiv. Also wenn Creative Assembly mich jetzt fragen würde, hey, Gallimo, du bist ja so ein richtiger Experte. Welches Total War würdest du gerne als nächstes haben nach Warhammer jetzt? Da würde ich sagen, Jungs, Empire Total War 2. Verkackt es nicht und ich bin glücklich. Weil Empire ist schon vom Setting her ein ziemlich geiles Spiel. Und natürlich wäre Medieval 3 auch was Cooles. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, Empire 2 hätte Vorrang bei meiner Aufwertung. Weil es gibt ja schon einen zweiten Medieval-Teil. So. Und Medieval kann auch noch ein bisschen warten, weil man hat ja gesehen, wie das bei Rome 2 geworden ist. Na, man hat zu hohe Erwartungen und sowas, pipapo. Empire 2 wäre genau das Richtige. Wenn sie das verkacken würden, dann wäre ziemlich scheiße. Allerdings haben sie ja diese Engine, die ja ursprünglich mit Empire Total War gekommen ist. Also diese Warscape Engine, die kam ja erst durch Empire dazu. Und wenn sie jetzt Empire 2 machen würden, jetzt mittlerweile müssten sie diese Engine irgendwie im Griff haben, dass sie das richtig, richtig, richtig geil hinkriegen. Und dann wäre Empire Total War 2 definitiv ein Spiel, was richtig gut wäre. Also, Fall of the Samurai ging ja auch schon in so eine Richtung. Das hat auch mega Spaß gemacht. Und wenn man es jetzt einfach nur noch mal ein paar Jahre zurückdreht in das Setting von Empire, perfekt. Grande, grande Speziale. So, wie lange willst du noch YouTube betreiben? Hat auch der Pio gefragt. Und zusammenhängt mit der Frage von Robert und der Antwort zum Let's Playen und Zeit und Pipapo vom Headshot, kann ich sagen, ich weiß es nicht. Ich würde es gerne noch so lange wie möglich betreiben. Momentan habe ich immer noch viel Spaß. Auch wenn ich sehe,
die Aufrufzahlen sind schon ziemlich traurig an sich. Aber da kann ich nichts dran ändern. Ich mache einfach weiter. Und noch habe ich Zeit. Ich denke auch, dass ich jetzt nicht großartig viel Zeit verlieren werde, weil ich dann nächstes Jahr in den Prüfungen bin oder so. Da wird vielleicht ein bisschen Flaute sein, aber an sich sehe ich nicht so viel Probleme momentan. Aber ich weiß ja nicht, wie sich das Leben entwickelt, ne? Vielleicht brauche ich im Studium viel Zeit oder bei der Arbeit später viel Zeit und dann kann ich keine Videos mehr bringen. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile schon 4,5 Jahre hinter uns gebracht. Also das 5. Jahr schaffe ich auf jeden Fall noch. Also bis nächstes Jahr Februar habt ihr mich definitiv noch an der Backe. Und ja, ich denke, vielleicht schaffen wir auch noch 6 Jahre. Mal sehen. Mal sehen, wie es so weiterläuft. Das wäre so die grobe Antwort, die ich darauf geben könnte. So, Dave H. fragt, welches Musikgenre präferierst du? Sag ich ganz einfach, Metal. Aber nicht Metal, wo man hier nichts mehr versteht, weil die ganze Zeit so singen, sondern wo ich den Sänger auch verstehen kann. Auch wenn man sagen kann, gut, wenn man dieser Gulatara, keine Ahnung, wie der Gesang heißt, auch wenn man das verstehen kann, wenn man den Text mitliest. Ich möchte nicht den Text mitlesen, ich möchte den Sänger verstehen. Und Rap finde ich auch ziemlich geil. So, Mark fragt, was sind deine Ziele auf YouTube? Kann ich klischeemäßig sagen, euch glücklich machen. Aber wenn ihr glücklich seid, bin ich auch glücklich. Ich finde das immer mega, mega heftig, wenn ich lese, ich feiere deine Videos oder mal wieder richtig klasse oder so, dann an sich, ich bin auf YouTube eigentlich auch nur ein Konsument und ich gucke ein paar YouTuber und werde gut unterhalten von denen. Aber sich zu überlegen, dass du selber ein YouTuber bist, der andere Leute dazu bringt, sich besser zu fühlen oder dass die Leute das gucken und denken so, wow, gutes Video, richtig gut, hat mich richtig gut unterhalten. Das ist in 4,5 Jahren immer noch nicht in meinen Kopf reingegangen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand nach Hause kommt und sagt, geil, ich gucke jetzt erstmal ein Video vom Kalimo. Ich denke so, Alter, das ist so eine Sache, die ehrt mich richtig. Und ich finde, solange das eigentlich die Hauptsache hier ist auf diesem Kanal, brauche ich eigentlich keine weiteren Ziele. Sicherlich, ich würde jetzt anpeilen, ich habe jetzt irgendwie über 700.000 Videoaufrufe. Ich hätte gerne mal die Millionen irgendwann, wann auch immer das passieren wird. Und über 2.000 Abonnenten wäre auch noch ganz cool. Aber momentan, ich bin eigentlich grundweg zufrieden. Es gibt zwar ein paar Dinge, die mich nerven, aber dazu muss ich jetzt nichts großartig sagen. Man kann das sicher ablesen mit 1.800 Abonnenten und noch nicht mal 100 Aufrufen pro Video. Ab und zu schwanken die Aufrufzahlen, wo ich dann nicht weiß, warum gucken die Leute das Video jetzt oder warum gucken die Leute in einer bestimmten Phase Videos. Und dann lade ich irgendwie 2-3 Tage später ein Video hoch und dann guckt das nur noch die Hälfte der Leute. Und danach lade ich wieder ein Video hoch, gucken immer noch die Hälfte. Und wieder so, weißt du, das verstehe ich halt nicht an YouTube, beziehungsweise an den Algorithmen. Ich kann ja auch nicht in eure Köpfe reinsehen, was da los ist. Aber ansonsten bin ich eigentlich komplett zufrieden hier. Ich kann mein Ding machen und niemand stört mich daran oder dabei. Der Kenny McKenna fragt, wie läuft das Abi? Eigentlich ganz gut. Ich war jetzt die Woche über krank, aber sonst läuft eigentlich ganz gut. Ich denke, ich komme da relativ entspannt durch. Es gibt ja die Leute, die sich immer mega den Stress machen wegen des Abis. Ich bin mega entspannt irgendwie die ganze Zeit. Die ersten 2 Semester bin ich richtig locker flockig durchgekommen und jetzt die nächsten 2, beziehungsweise jetzt die letzten 2, sollte ich eigentlich auch noch hinkriegen. Also von daher, ich denke, Abitur werde ich noch bestehen. Mal sehen, was es letztendlich wird. Ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Und kann man darauf spekulieren, dass du zum Release von Total War Warhammer wieder einen Key von den Entwicklern oder Publisher vom Entwickler oder Publisher bekommst? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie das einfach so frei rausrücken, dass sie sagen, komm her, ich gebe dir das jetzt. Ich glaube, da muss ich mal nachfragen. Vielleicht kriege ich einen. Die Chance steht relativ gut, glaube ich, dass ich einen Key bekomme, aber davon sollte man jetzt erstmal nicht ausgehen.
Ich werde auf jeden Fall mal anfragen. Vielleicht kann man auch irgendwie was vorab irgendwie kommentieren, aufnehmen oder sowas. Mal sehen, was da Creative Assembly so mit sich machen lässt. Mal gucken. Ich werde mal anfragen, auf jeden Fall. So, Seasclan fragt, kannst du dir vorstellen, etwas anderes zu Let's Playen? Naja, nicht wirklich. Ich bin mit Total War zufrieden. Ich habe Spaß an Total War, deswegen weiß ich nicht, warum ich was anderes aufnehmen sollte. Eigentlich hat der Kanal ja mit einem anderen Genre angefangen. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, dass wir das Genre ein bisschen gewechselt haben. Ab und zu sehne ich mich so in der stillen Minute, sehne ich mich an die alten Zeiten zurück, so, weißt du, wo ich einfach Sacred 2 gespielt habe. Hätte ich auch gerne weitergeführt jetzt, aber ich habe meinen Speicherstand verloren. Ich habe den nicht gespeichert und habe das Spiel deinstalliert oder so. Zu traurig. Sonst hätte ich das tatsächlich zwischendurch mal weitergemacht, aber an sich, das guckt sich auch keiner an von euch. Warum soll ich was machen, was sich keiner anguckt? So, fertig. Und da ich mit Total War genügend Spaß habe, muss ich jetzt nicht sagen, komm, ich brauche einen Ausgleich, weil Total War macht mir keinen Spaß. Das gucken zwar die Leute, aber jetzt muss ich was machen, was mir Spaß macht. Total War macht mir ja Spaß. Von daher brauche ich eigentlich momentan nichts anderes. Battle Realms geht ja schon ein bisschen in eine andere Richtung. Ist zwar auch Strategie, aber nicht Total War. Und daran sieht man ja auch schon, guckt sich auch nicht jeder von euch an. Hier mal die Devise, wer jetzt noch da ist, guckt euch mal Battle Realms an. Ich hätte da ein paar Kommentare unter den Videos gebraucht. So, und jetzt die letzte Frage vom Gaming Bro. Dann sind wir auch schon fast bei 30 Minuten, Alter. Was ist da los? Warum startest du immer neue Projekte, obwohl das eine noch nicht beendet ist? Da habe ich ein bisschen länger drüber nachgedacht und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich eine Person bin, die auf YouTube das macht, worauf sie Bock hat. Und das geht leider häufig damit einher, dass ich ein Projekt mega, mega euphorisch anfange und dann nach und nach der Spaß irgendwie daran flöten geht, weil ich dann irgendwie keine Zeit habe, das aufzunehmen oder weil die Technik versagt oder irgendwie sowas. Das wird dann ausgebremst und irgendwann habe ich so 10, 11, 12 Parts oder so hochgeladen und das Projekt, die Total War Projekte dauern ja immer extrem lange, wenn man sich das so anguckt. Und ich habe halt nicht diese Energie, wie zum Beispiel ein Günther Shadow oder ein Cornelius Drag oder so, dass man sich da hinsetzt und sagt, komm, ich nehme jetzt 5 Stunden im Akkord das auf, das kriege ich gar nicht hin. Und wenn dann irgendwie plötzlich was Neues kommt und ich da richtig Bock drauf habe, dann wird das meist gemacht. Wenn ich jetzt mal aufzähle, was wir jetzt eigentlich für aktive Projekte momentan haben, da wird mir selber schwummrig bei. Wir haben Rome Total War aktiv mit den Germanen, da sind glaube ich 6 Parts. Wir haben Total War Attila aktiv, seit irgendwie über einem halben Jahr kein Video mehr hochgeladen davon, mit Part 8. Dann haben wir Battle Realms aktiv, wir haben Third Age aktiv, wir haben The Elder Scrolls Total War aktiv, wir haben Battle Realms aktiv, habe ich da schon aufgezählt. Wir haben theoretisch Medieval 2 noch aktiv, habe ich aber eingestampft. Was haben wir noch? Fall of the Samurai, das KGS-TDW-Turnier, das sind fast 10 Projekte. Und vielleicht habe ich irgendwo anders noch ein Projekt, aber ich werde da irgendwann komme ich da gar nicht mehr selber hinterher. Deswegen sage ich mir dann immer, gut, das wurde jetzt seit einer langen Zeit nicht mehr hochgeladen, dann kann ich das auch lassen. Und dann fange ich lieber was Neues an, wo ich mehr Spaß dran habe. So. Das ist halt immer so meine Philosophie und ich glaube, das ist auf der einen Seite natürlich scheiße für meinen Kanal, weil die Sachen natürlich nicht weitergeführt werden und Leute eventuell traurig sind, aber ist, glaube ich, genau das Richtige für meine Person, dass ich mir halt denke, ich mache einfach das, worauf ich Lust habe und ich bin frei in meinen Entscheidungen und wenn ich ein Projekt anfange, es nicht durchzieht, ist das meine Sache und mich kann niemand zwingen dazu, ein Projekt zu machen, woran ich einfach keinen Spaß mehr habe oder irgendwie die anfängliche Euphorie verloren habe. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, denn das war die letzte Frage. Und ja, ich bleibe einfach auf YouTube so, wie ich bin. Ich hoffe, ihr bleibt auch so, wie ihr seid. Und ich hoffe, ihr habt euch das Video hier komplett angeguckt. Falls ja, schreibt doch mal Kartoffelsalat. Ne, Kartoffelsalat will ich jetzt nicht promoten hier. Das ist, habe ich gehört, das soll kein guter Film sein. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare. Das wäre sehr cool. Freut mich. Also bis zum nächsten Video. Bis dahin viel Spaß und ciao.